670 Mitarbeiter, 62 Azubis, 450 Millionen Euro Umsatz. Knorr Bremse im niederbayerischen Aldersbach hat wieder volle Auftragsbücher. 2010 soll der Umsatz weiter steigen. Den Grundstein dafür legte Knorr Bremse mit einem leistungsfähigen Produktionssystem, motivierten Mitarbeitern und der ergonomischen Arbeitsgestaltung mit MTM als verbindendes Element. Werkleiter Franz Birkeneder erklärt, warum. Wir hatten in den Jahren 2000 folgende unseren Schwerpunkt auf Rationalisierung gelegt und dabei den Faktor Mensch etwas außer Acht gelassen. 2005 haben wir festgestellt, dass unsere Arbeitsunfälle in einer nicht hinnehmbaren Weise zugenommen hatten. Und wir hatten auch festgestellt, dass wir mit Rückenleiden und ähnlichen Themen Probleme bekommen. Deshalb haben wir zusätzlich zu der systematischen Arbeitsplatzplanung auch das Thema Ergonomie in unsere Betrachtungen aufgenommen. Und wie immer kommt eins zum anderen, also der Versuch, die Arbeitsplätze sicherer zu gestalten, führte auch dazu, die Arbeitsplätze ergonomischer zu gestalten. Beides gehört da zusammen. Bremssysteme für Schienen und Nutzfahrzeuge sind keine Leichtgewichte. Materialbereitstellung und Bestücken der Montagelinien fordern den ganzen Mann. Und selbst mit einem Hilfsmittel wie der sogenannten Katze wird der Transport des 20 Kilogramm schweren Bremssattels aus der Gitterbox zum Bestückplatz zu einer Belastung. Eine erste Maßnahme hier war das Aufteilen der Arbeitsinhalte auf zwei Werker. An diesem Arbeitsplatz erfolgt die Teilebereitstellung bereits deutlich optimiert. Dazu wurde ein automatisches Transfersystem in den Materialfluss integriert. Der Bremssattel wird von einem Umsetzer aufgenommen und dem Werker direkt am Bestückplatz bereitgestellt. Reichlich Ratiopotenzial ergab der Ergocheck im Bereich Bremsträgermontage. An dieser Station werden die Bauteile noch auf die Ablage gestellt. Die Kisten stehen zum Teil über Herzhöhe, sodass die Entnahme der Teile den Körper unnötig belastet. Die Nachsteller werden in der Verpackung liegend geliefert, was das Greifen erschwert. Hier ist der Ablauf neu gestaltet. Das Material wird per Lifter auf optimale Entnahmehöhe gebracht. Die Nachsteller werden in der Verpackung stehend angeliefert. Die Arbeitsgestaltung mit MTM macht sich bei Knorr Bremse vielfach bezahlt. Besondere Vorteile sieht Harald Ebner, Teamleiter Industrial Engineering, in der hohen Planungssicherheit, in der Simulation von Alternativen und in der mehrfachen Nutzung der mit MTM Ergonomics erhobenen Daten. Deswegen ist MTM eigentlich nicht bloß so eine Insellösung für eine Abteilung, sondern wir haben MTM als Standard in dem Knorr-Bremse-Produktionssystem mit implementiert, was die Punkte Logistik, Layoutplanung und Arbeitsplatzgestaltung mit betrifft. Das heißt, das ist praktisch im Regelwerk mit hinterlegt. Dort steht, dass alle Abläufe und Prozesse mit MTM analysiert und ergonomisch beurteilt sein müssen. Das gilt übrigens auch für die Pflichtenhefte der Lieferanten. Knorr Bremse kauft also die Ergonomie gleich mit ein. Prospektive Ergonomie ist wirkungsvoller als korrektive Ergonomie. Dieser Aspekt spielte bei der Planung der neuesten Montageanlage eine entscheidende Rolle. Die 60 Einzelteile, aus denen der Nachsteller besteht, gelangen durch Schüttung in die Anlage. Mit MTM wurde die Gebindegröße definiert, die optimale Einfüllhöhe der Teile ermittelt, die Sequenz der Befüllung zeitlich bewertet und mit der Ergonomiebelastung aggregiert. Das Ergebnis: Die Anlage wird durch einen Anlagenführer bedient. Bereitstellzeit und Belastung sind minimiert und die Qualität passt. Mit MTM konnten Ratiopotenziale auch in der Werkslogistik gehoben werden. An den Linien sind nur Kleinteile bevorratet. Alles andere wird auftragsbezogen angeliefert. Neu ist der Bereitstellungsbahnhof. Die Linien fordern selbstständig die kundenindividuellen Versandgestelle beim Lagerfahrer an. Der stellt die Gebinde punktgenau am Bahnhof ab, wo sie vom Teilebereitsteller der Linie abgeholt werden. Die Unternehmensführung hat sich nicht nur aus arbeitsgestalterischer Sicht für MTM entschieden. Die Methode ist auch Grundlage für das neue Bonussystem. Also für uns ist im Bereich Zeitwirtschaft ist die Auswahl des Verfahrens ganz ein elementarer Punkt. Wir haben uns entschlossen, MTM auszuwählen, um Montageprozesse und Arbeitsplatzgestaltungspunkte zu bewerten, weil einfach MTM ein wissenschaftlich fundierter, anerkannter Ansatz ist. Und es erleichtert uns die Diskussionen auch im Zusammenhang, dass wir eben neue Programme einführen in Verbindung mit dem Betriebsrat,
und stellt das Ganze auf eine neutrale, bewertbare Basis. Das ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt. Wichtig war, Mitarbeiter und Betriebsrat von Anfang an einzubinden. Dabei kam auch ergonomisches Fehlverhalten zur Sprache. Die Konsequenz: In Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft und der Reha-Klinik Bavaria wurden alle Mitarbeiter in Verhaltensergonomie geschult. In den nächsten Jahren gilt es für Knorr Bremse, den Standort Deutschland abzusichern. Dazu gehörten neue Entlohnungsformen und motivierte Mitarbeiter, betont Helmut Brummer, Leiter Unit Scheibenbremse. Wenn man heute nicht versteht, die Mitarbeiter hier in der Halle, in der Montagelinie entsprechend zu motivieren, dann können wir uns noch so gute Ideen einfallen lassen, die werden nicht funktionieren. Die müssen ganz einfach auf fruchtbaren Boden fallen. Und der fruchtbare Boden ist der Mitarbeiter. Und wenn die Mitarbeiter verstehen, warum wir was wollen, wohin wir uns entwickeln wollen, dann sind uns alle Türen geöffnet. Und somit sichern wir auch unsere eigene Zukunft wieder.